Aber man merkt, der Feind hat versucht, mich anzugreifen. Allgemein jetzt. Es wollte zuerst hier nach unten gehen, hat aber festgestellt, hier geht es nicht weiter. Haben keinen Platz zum Nächtigen. Und ja, apropos, warte mal. Also mir ist gerade eingefallen, ich wollte ja noch hier Dings alles bauen. Ich bin fertig hier. Mir fehlt insgesamt 1000 Holz. Damit ich auch das Wetter in Ruhe kontrollieren kann. Es gibt nicht genug zu essen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Im Leben nicht! Ich hab den Hasen getötet. Es ist Zahltag. Wird erledigt. Sicher das? Ja, ja. Nix mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Ja! Ich hab getan, was ihr wolltet. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Fertig, Meister. Ich hab getan, was ihr wolltet. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Sag mal, ist der Feind wirklich so blöde oder was? Hier, kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Ingenieur beginnt mit der Arbeit. Aber gern. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ja! Fertig, Meister! Fertig! Ich hab getan, was ihr wolltet. Na gut. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Aber gern. Hier macht was Sinnvolles. Sie schabbert. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Oh, hier ist noch einer. Aber gern. Wenn's denn sein muss. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Boah, 3. Und dann sind, glaube ich, soweit ich weiß, dann alle fertig, wa? Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ah, hier fährt noch einer. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Eure Siedler werden gesegnet. Oh nein.
Sind die blöde einfach. Die versuchen es aber trotzdem immer wieder. Es ist Zahltag. Ach so, ja, ihr wart ja hier. Nichts lieber als das. Wusste doch, hier war noch irgendwo einer frei. Oder einer, der noch nicht vollständig ausgebaut ist. So, das sind dann 750. Also ich kann schon eine starke Truppe aufbauen. Na, was heißt denn hier Truppe? Ein starkes Heer. Aber erstmal besetze ich noch diese drei Gruben. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ja, wie gesagt, ich könnte eigentlich alles ausbauen, aber dann. Und vorhin hatte ich auch noch nicht. Sag schon, die Technologie noch nicht dazu gehabt. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Ich habe Holz gefällt. Ausbau vollbracht. Es regnet. Nein, es regnet. Oh mein Gott. Ich hab getan, was ihr wolltet. Zahltag. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Ja, ich glaube, das sind nur noch diese drei Minen, die noch nicht besetzt sind. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nichts. Das Gute ist, durch sehr viele Minen kriege ich viel schneller Rohstoffe rein, die ja mir 4 bis 5 Rohstoffe geben, während Leibeigene ja nur eingeben. Also allgemein, die Arbeiter geben immer 4 bis 5. Ich glaube auch mal 3, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß immer nur 4 oder 5. Ich hab getan, was ihr wollt. Es variiert sich immer. So, ich wollte hier noch einen Turm bauen, aber geht es ja nicht. Es gibt nicht genug zu essen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Na gut. Dann baut ihr schon mal die nächste Mine. Natürlich. Mein Auge. Eine neue Technologie ist erforscht. Fertig. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ah, die kommen jetzt auch langsam an. Sehr schön. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Gut, hier ist nur Wald. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ja. Jupp. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ausbau vollbracht. Uff. Natürlich. Fertig, Meister.
wenn's denn sein muss. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Fertig, Meister. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Eine Bank habe ich noch nicht, ne? Nee. Aber gern. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Fertig, Meister. Natürlich. Ich baue lieber mehr kleinere als größere halt. Nämlich, ich habe manchmal das Problem, wenn jetzt zumindest hier so, wo eine Menge Gebäude sind, und sage ich jetzt mal, ein Bauer hat jetzt kein Haus oder so, und ich baue für ihn, extra für ihn in der Nähe, ein Haus aus, damit er dort wohnen kann. Aber dann ist halt das, ist ja immer das Problem, alle Arbeiter, die vor ihm da sind, haben immer das Recht, immer vor ihm sowas zu belegen. Und da hatte ich mal das Problem gehabt, dass der Bauer trotzdem obdachlos ist. Aber es gibt noch Obdachlose. Deswegen baue ich lieber hier. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Vier. Ich dachte, es wären 6. Jupp. Ich habe keinen Arbeitsplatz. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich keins. Schön! Ich lass die einfach abholzen. Guck mal hier, die werden extra für euch ausgebaut. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Das Gebäude ist nun ausgebaut. War schon 20.000 Taler? Krass. Von dem habe ich jetzt am meisten Rohstoffe. Und der Feind hat aufgegeben. Ich glaube, es kommen 3 neue dazu. Das heißt, hier wäre Platz frei. Es ist Zahltag. Sodele. Gut, dann werde ich jetzt hier kurz speichern. Ausbau fertig. Baut mehr Bauernhöfe, ja. Um eure Siedler versorgen zu können. Ausbau vollbracht. Das Gebäude ist ausgebaut. Ich habe Hunger. Wie wäre es, wenn ihr meine Steuergelder mal dazu einsetzt, ein paar Bauernhöfe zu errichten? Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Das Wetter wird umschlagen. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. So. Reicht ja, wenn ich nur von 2 Seiten angreife. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. Oh nein!
Das ist ja furchtbar. Nee. Aber eins interessiert mich trotzdem, wenn ich jetzt hier es nicht mehr so friedlich haben möchte. Von wo kommen dann die ganzen Feinde? Und wird es dann eine unendliche Schleife sein? Das interessiert mich sehr. Der Sommer kehrt zurück. Ich hab getan, was ihr wolltet. Neu formieren! Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Oh wow, die versuchen es doch mal wieder. Nein, das gefällt mir nicht, dass du da bist. Wo sind denn deine Kollegen? Ohne Witz, wo sind die jetzt? Hä? Hier. Jupp. Natürlich. Schatztruhen. Ja. Ich frage mich aber, wie viele Schatztruhen gibt es? Nix mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Kein Problem. Ja. Ich habe Hunger. Aber alle Was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett? Aber es ist keins mehr frei. Zahltag. Wenn ich nicht bald einen Platz in einem Bauernhof finde, falle ich vom Fleisch. Wie ihr wünscht, mein Herr. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ist es jetzt nun das hier einfach nur Stein oder so? Oder warum ist es hier ein bisschen hellblau? Ich glaube, das ist einfach noch Wasser, das nur so aussieht, als wäre es hellblau. Ausbau fertig. So gut ich kann. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Wie ihr wollt. So gut ich kann. Ach Leute, wie oft wollt ihr es denn noch versuchen? Checken die auch mal, dass sie nicht durchkommen? Oder dass es einfach da nicht durchgeht? Oder denkt mein Feind, vielleicht hat er schon mittlerweile die Türme abgebaut? Dann versuche ich mal mein Glück. Was war das hier gerade? War es jetzt der Baum? Nix mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? So gut ich kann. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Ja. So gut ich kann. Ah. Stimmt ja.
Der Winter steht kurz bevor. Nein. Es schneit. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Sehr wohl. Es wird wieder wärmer. Die dicken Mäntel können nun weg. Verkatang, habe ich jetzt noch eine Mine übersehen, aber... Ach, ich habe eigentlich gespeichert, damit ich hier Dings jetzt mal kurz austesten kann. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja. Hier gibt's jetzt nichts mehr. Wir haben alles abgebaut. Es ist Zahltag. Und? Wollte der nicht irgendwie welche Truppen losschicken? Oder hat er sich jetzt so überlegt, ach, ich spiel mach mal den Feind stärker. Wie ihr wünscht, mein Herr. What the hell? Gebt Acht, euer Dorf wird angegriffen. Attacke! Gern! Ja! Lehrt sie das Fürchten! Oh, okay. Gut, ich weiß Bescheid.